Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pudding ohne Doktor. Denn wir machen heute einen Klassiker, nämlich Vanillepudding und das ganz ohne Päckscher, wie man bei uns sagt. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Habe ich eigentlich gesagt, dass wir Vanillepudding machen? Ja, habe ich glaube ich gesagt. Dafür brauchen wir diverse Zutaten. Eigentlich ist es gar nicht viel und ich frage mich, wenn das wirklich so wenig ist und so einfach geht, wie das hier in unserem Rezept steht, warum ich die ganze Zeit immer nur so Sachen angerührt habe. 500 Milliliter Milch kommen in unseren Kessel, 35 Gramm Speisenstärke, dann habe ich 3 Eigelb, die habe ich vom Eiweiß getrennt. Das ist glaube ich das Schwierigste am ganzen Rezept. 40 Gramm Zucker kommen ebenfalls noch hinein und weil es ja Vanillepudding wird, Vanille. Ich habe eine halbe Schote ausgekratzt, das Mark ist mit dabei, die Schote ist mit dabei, außerdem ein Teelöffel Vanilleextrakt. Das Ganze kommt jetzt ebenfalls hier in unseren Kessel. Da müssen wir schauen, dass das Vanillemark wirklich auch komplett mit reingeht, denn das gibt natürlich das leckere Aroma. Eine Prise Salz muss auch noch rein. Mach jetzt nicht zu viel, nur so eine Prise. Und das Ganze wird in unserem Kessel auf 90 Grad erhitzt und zwar 8 Minuten lang in Stufe 3. Deswegen mache ich auch den Deckel drauf und wir sehen uns in 8 Minuten wieder. Acht Minuten sind rum. Leute, und wir haben gerade hier nochmal gesagt, das ist ja wirklich voll einfach. Ja? Also wenn ich jemals nochmal Vanillepudding machen werde, was ich, es ist nicht so mein Ding, aber wenn ich es irgendwann nochmal täte, dann nur noch so. Weil du weißt, was drin ist, du bist sicher, da ist jetzt kein Chemiezeug irgendwie drin und es ist nicht viel Arbeit. Und es riecht fantastisch. Jetzt müssen wir diese Vanilleschote, die müssen wir irgendwie hier noch rauspulen. Ich schau mal, ob ich die jetzt mit der Gabel finde. Wenn nicht, ach guck mal hier, ein Stich, ein Treffer. Und jetzt füllen wir den heißen Pudding natürlich noch um. Zu Hause würde ich das jetzt in solche Schüsselchen machen. Ihr könnt es auch in solche Gläser machen. Da müsst ihr aufpassen, dass die nicht zu dünnwandig sind, damit die nicht platzen. Wobei das sind 90 Grad, das geht eigentlich. Da fülle ich jetzt einfach ein bisschen rein. Das Ganze muss ja auch auskühlen. Okay, das reicht jetzt gerade für so 3 Gläschen. Wenn ich das jetzt hier alles noch rauskratze, vielleicht noch ein viertes. Aber ich habe ja auch ordentlich reingemacht, weil ich glaube, das ist auch massig. Den Rest mache ich hier in so eine Schüssel. Das ist das, was ich dann nachher probieren werde, nachdem es ausgekühlt ist. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Unser Vanillepudding ist mittlerweile schön ausgekühlt im Kühlschrank. Und wie ihr seht, ich habe das hier schon mal so mit ein paar Blaubeeren und einem Himbeerchen garniert. So kann man das also wunderbar servieren, wobei das ist echt eine ordentliche Portion. Damit ich die aber jetzt nicht anbrechen muss, sondern schön, wie sich's gehört, mit nach Hause zur Familie nehmen kann, werde ich jetzt hier diese Probierportion hier für euch degustieren. Wie gesagt, ich frage mich wirklich, warum ich das bisher echt mit Pulver gemacht habe. Aber wir werden gucken, ob es geschmacklich auch hinkommt. Also, es schmeckt besser. Es schmeckt besser als Pulver, ganz ehrlich. Also, ne, also man schmeckt, dass keine Konservierungsmittel drin sind, dass es frisch ist. Die Vanille ist unglaublich aromatisch. Mir schmeckt das wirklich, wirklich, wirklich gut. So könnte ich fast wieder nach über 35 Jahren zu einem Pudding-Fan werden. Ich esse das jetzt auf und muss mich zusammenreißen, da nicht drüber herzufallen und dann zu Hause zu sagen, nö, Pudding habe ich heute nicht gemacht. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von uns hier sehen wollt im Wunderkessel. Was macht ihr mit dem Thermomix? Macht ihr hauptsächlich Desserts oder schreddert ihr nur Gemüse? Gibt es irgendwas, was ihr noch niemals im Thermomix ausprobiert habt und unbedingt mal wissen wollt, ob das funktioniert? Ich würde das gerne für euch ausprobieren. Das machen wir ja gerne hier. Einfach mal Sachen auf uns zukommen lassen. Wie dem auch sei, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt
gehe ich essen. Tschüss und guten Appetit.